Wie stellt man keramische Bauteile her? Nun, bei Metallen war das so: Man schmilzt Metall, gießt es in irgendeine Form, lässt es dann erstarren und dann hat man das Bauteil. Das geht bei Keramiken leider nicht, weil nämlich die Erstarrungstemperatur viel zu hoch ist. Das ist energetisch ungünstig. Man müsste viel zu viel Energie in das Schmelzen der Werkstoffe reinstecken. Außerdem gibt es auch kaum Werkstoffe, aus denen man die Formen bauen könnte, die diese hohen Temperaturen aushalten. Da gibt es also andere Methoden und die folgen im Wesentlichen den folgenden drei Schritten. Der erste Schritt ist, man muss ein keramisches Pulver herstellen. Die einzelnen Körner, aus denen das Pulver besteht, sind ziemlich klein. Die Größe reicht von wenigen Nanometern bis größtenfalls einem Zehntel Millimeter. Aus diesem Pulver wird dann im zweiten Schritt ein Rohteil geformt. Das Rohteil nennt man Grünkörper. Und man kann sich diesen Grünkörper vorstellen als aus zusammenpappendem Pulver bestehend, das gerade ebenso zusammenhält. Und daraus muss man jetzt im dritten Schritt ein richtig haltbares Material machen. Dieser dritte Schritt ist das Sintern. Sintern ist praktisch ein Backen des Grünkörpers im Ofen. Und was dann mit dem Grünkörper vorgeht, ist ähnlich das, was mit Schnee vorgeht, wenn man Schnee in seinen Händen zu einem Schneeball formt. Der Schnee wird ja auch nicht geschmolzen und erstarrt zu einem Schneeball, sondern die einzelnen Schneeflocken werden bei einer Temperatur, die ganz knapp unterhalb ihrer Erstarrungstemperatur ist, also bei wenigen Minusgraden, werden die aneinander gedrückt und bilden dann einen recht gut zusammenhaltenden Werkstoff. Gucken wir uns Schritt 2 und Schritt 3 mal genauer an. So, Schritt 2, Formen des Rohteils. Wie erstellt man den Grünkörper? Da gibt es drei besonders verbreitete Methoden. Methode Nummer 1 ist für massive Bauteile wichtig. Massive Bauteile sind Bauteile, die halt nicht hohl sind. Das kann zum Beispiel ein keramisches Messer sein, kann keramischer Zahnersatz sein, also was kann das sein. Und der Einsatz von Bindemittel ist so ähnlich, wie Sie das aus Ihrer Kindergartenzeit beim Spielen im Sandkasten kennen. Feuchter Sand lässt sich besser zusammenbappen. Da ist praktisch die Feuchtigkeit im Sand das Bindemittel. Bei dünnwandigen Bauteilen setzt man gerne Schlickerguss ein. Dünnwandige Bauteile können zum Beispiel Spülbecken aus Keramik sein. Die sind ja nicht massiv, sondern innen hohl. Für den Schlickerguss braucht man eine Gipsform. In diese Gipsform gießt man dann den wässrigen Schlicker. Das ist so eine wässrige Lösung mit dem keramischen Pulver eben drinnen. Und dieser Gipsform entzieht dem Schlicker das Wasser, sodass sich dann im Inneren dieser Gipsform ein einigermaßen fester Grünkörper aus getrocknetem Schlickerguss ergibt. Und die dritte Möglichkeit, den Grünkörper zu formen, wäre das Töpfern. Und wenn man den Grünkörper hat, muss man ihn sintern, dann wird der Werkstoff fest. Und da stellt sich doch die Frage, wie kann denn das überhaupt geschehen, ohne dass der Schmelzpunkt des Werkstoffes erreicht wird? Nun, die Antwort darauf ist ein universelles physikalisches Prinzip. In Oberflächen ist nämlich Energie gespeichert. Deswegen muss man, um einen Werkstoff zu zerbrechen, also zusätzliche Bruchflächen zu schaffen, zusätzliche Oberflächen zu schaffen, ja auch Kraft aufwenden, Energie aufwenden, eben weil in diesen zusätzlichen Oberflächen Energie gespeichert ist. Und das zweite physikalische Prinzip ist, dass sich alle Körper von sich aus gerne in einen Zustand mit niedriger potenzieller Energie begeben möchten. Ist der Grund, weswegen Äpfel nach unten fallen. Andere Dinge natürlich auch, klar. Und diese beiden physikalischen Prinzipien haben ihre Wirkung. Wirkung, die Sie bei vielen Alltagsphänomenen zum Beispiel auch sehen können. Beispiel Luftballon, Sie blasen einen Luftballon auf, nehmen ihn dann vom Mund, ohne ihn zusammenzuknoten, lassen los, was passiert? Der Luftballon zieht sich von alleine wieder zusammen. Warum tut er das? Nun, in den Luftballonoberflächen ist Energie gespeichert. Der Luftballon möchte sich aber gerne in einen Zustand mit niedriger potenzieller Energie begeben und deswegen minimiert er seine Oberflächen, er zieht sich also wieder zusammen. Diese beiden physikalischen Prinzipien haben aber nicht nur bei Luftballons ihre Wirkung, sondern auch bei keramischen Werkstoffen. Und dazu müssen wir uns den Sintervorgang mal genauer angucken. Was passiert beim Sintern? Da zeichne ich Ihnen mal drei Bilder hin. Drei Bilder von keramischen Körnern im Sinterofen.
Zustand 1 ist das gepresste Pulver, wenn es gerade eben in den Sinterofen reinkommt. Da haben wir also, die Striche deuten die Netzebenen in den einzelnen Körnern an. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Metalle-Vorlesung. Ein Korn ist ein einkristalliner Bereich, in dem die Netzebenen also überall gleich ausgerichtet sind. Und die Körner dieses Pulvers berühren sich halt an einigen Punkten. Und wenn dieses Pulver nun einige Zeit im Sinterofen ist, sorgt die Fusion, also die über die Zeit gesehen langsame thermisch aktivierte Bewegung von Material dafür, dass aus diesen Berührungspunkten kleine Berührungsflächen werden. Unsere vier Körner würden dann ungefähr so aussehen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Hier wieder ein Korn. So würden also unsere Körner da sein. Aus den Berührungspunkten sind jetzt Berührungsflächen geworden. Und wenn diese Körner noch länger im Sinterofen bleiben, werden diese Berührungsflächen wieder größer, wobei ein paar Poren, eigentlich sogar ziemlich viele Poren, immer noch zwischen diesen Körnern an den Korngrenzen verbleiben. Das ist also das, was beim Sintervorgang geschieht, und schematisch sieht ein keramisches Gefüge dann ungefähr so aus. Wenn man schematisch Körner zeichnet, zeichnet man gerne Sechsecke ein, weil man mit Sechsecken eben sehr schön eine Fläche lückenlos füllen kann. Und an den Korngrenzen haben wir, ganz besonders in den Zwickeln übrigens, haben wir so kleine Risse und Poren. Wir erhalten also einen kristallinen Werkstoff, kristallin, weil er aus Körnern besteht und in den Körnern jeweils eine einheitliche kristalline Orientierung vorherrscht. Aber dieser Werkstoff ist nicht 100% dicht, sondern er ist von jeder Menge Mikrorisse und Poren durchsetzt. Und diese Mikrorisse und Poren haben einen ganz entscheidenden Einfluss auf das mechanische Verhalten der keramischen Werkstoffe. Warum eigentlich? Nun, Mikrorisse und Poren, das sieht man ja sofort, sind Schwachstellen im Werkstoff. Und der Werkstoff zerbricht an seiner schlimmsten Schwachstelle. Dazu muss ich das nochmal kurz skizzieren. So, hier ist also ein keramischer Werkstoff. Angenommen, dieser Werkstoff hat jetzt irgendwelche Mikrorisse. Ich zeichne mal zwei ein. Mikrorisse sind ja meistens größer als Poren, deswegen sind sie gefährlicher. Sagen wir diese beiden hier. Und jetzt wird der Werkstoff belastet, nämlich so horizontal in die Länge gezogen. Und diese Belastung können wir uns vorstellen, so ähnlich wie wir uns ein horizontal fließendes Gewässer vorstellen können, halt aus Stromlinien. Beim Gewässer sind es Stromlinien, im Werkstoff sind es Kraftflusslinien. Die Kraftflusslinien werden durch die Mikrorisse beeinflusst. Und zwar genauso wie eine Stromlinie im Fluss von einer Insel beeinflusst wird. Wie wird die Stromlinie im Fluss von einer Insel beeinflusst? Nun, das Wasser kann nicht durch die Insel fließen, also fließt es außenrum. Was passiert mit der Kraftflusslinie und einem Riss? Nun, im Riss selber hängt das Material nicht zusammen, es kann also keine Kraft übertragen, also muss die Kraftflusslinie um den Riss außenrum fließen. Und die Kraftflusslinien würden hier so aussehen. Auf der linken Seite wird gezogen und auf der rechten Seite wird auch gezogen. Und dann fließt die Kraft von links nach rechts. Voilà, hier vorne muss die Kraftflusslinie einen kleinen Umweg nehmen. Hier muss sie auch einen kleinen Umweg nehmen. Hier muss sie auch einen kleinen Umweg nehmen um den Mikroriss herum. Hier nimmt sie den Umweg um die andere Seite des Mikrorisses. Und die gefährlichste Stelle im Werkstoff ist nun die, an der die Kraftflusslinien am engsten zusammenliegen. Und das ist genau dasselbe wie bei den Stromlinien im Wasser. Da ist nämlich auch die Strömungsgeschwindigkeit da am größten, wo die Stromlinien am engsten zusammenliegen. In dem Falle wäre das hier. Das wäre die Schwachstelle des Werkstoffes. An dieser Stelle würde der Werkstoff zerbrechen. Und was folgt denn daraus? Zwei Sachen folgen daraus. Das erste ist, Risse können nur unter Zugbelastung aufreißen, nicht unter Druckbelastung. Ist klar, man kann ein Bauteil entzwei ziehen, aber nicht entzwei drücken. Und weil das so ist, weil eben nur Zugspannungen dazu führen können, dass das Bauteil entzwei reißt, nicht Druckspannungen, ist die Zugfestigkeit keramischer Werkstoffe sehr viel geringer als die Druckfestigkeit keramischer Werkstoffe. Aber noch eine zweite Sache folgt aus diesem Prinzip, das hier skizziert ist. Hier ist es so, dass der schlimmste Riss, ist dieser Riss hier vorne, der so quer zur Kraftflussrichtung liegt, dass der gerade mal 1, 2, 3, ja,
ja, so drei halbe Körner groß ist, sagen wir mal. Das muss ja nicht so sein. Könnte ja viel kleiner sein, könnte auch viel größer sein. Die Größe des gefährlichsten Mikrorisses kann ja streuen. Und wenn wir verschiedene Bauteile haben und all diese Bauteile haben einen gefährlichsten Mikroriss, der aber jeweils unterschiedlich groß ist, dann bedeutet das, dass auch die Tragfähigkeit dieser Bauteile unterschiedlich groß ist. Oder anders ausgedrückt, die Festigkeit des Werkstoffes streut. Wenn man das grafisch einmal kurz darstellen möchte, dann wäre das so. Wenn wir also, sagen wir mal, jeweils 100 Bauteile aus einem metallischen und aus einem keramischen Werkstoff auf ihre Tragfähigkeit überprüfen, dann stellen wir Folgendes fest. Beim metallischen Werkstoff zerbrechen fast alle Bauteile bei der gleichen Spannung. Das ist die Festigkeit des metallischen Werkstoffs. Und sagen wir mal, der keramische Werkstoff hat die gleiche Festigkeit. Dann bedeutet das aber, dass die Festigkeit stärker streut. Das heißt, wir haben bei der gleichen Festigkeit auch die größte Wahrscheinlichkeit, dass das keramische Bauteil diese Festigkeit hat. Wir haben aber sehr viel mehr Bauteile, die sehr viel mehr oder sehr viel weniger aushalten. Wollen wir es mal kurz beschriften. Rot Metall, grün Keramik. Und das ist ein durchaus wichtiger Vorteil für metallische Werkstoffe im Vergleich zu Keramiken, weil metallische Werkstoffe eben eine größere Zuverlässigkeit bezüglich ihrer Festigkeit haben. Wenn ein metallischer Werkstoff die Angabe hat, Festigkeit 400 MPa, dann weiß man, das ist auch 400 MPa und es wird nur sehr wenige Ausreißer nach unten oder oben geben. Wenn ein keramischer Werkstoff eine mittlere Festigkeit von 400 MPa hat, dann gibt es eben sehr viele Ausreißer nach unten und nach oben. Das bedeutet, der keramische Werkstoff ist da leider unzuverlässiger als der metallische Werkstoff. Und das soll es jetzt aber auch für keramische Werkstoffe gewesen sein.